Was geht ab, liebe Sportsfreunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal Verlängerung, Leute. Ja, es ist wirklich passiert. PSG ist nicht Meister geworden, sondern Ex-Bayer Renato Sanchez ist mit Lille Meister geworden, Leute. Richtig, richtig krass, denn sie haben es tatsächlich geschafft. OSC Lille ist neuer französischer Meister und entreißt den Dauerchampion Paris Saint-Germain den Titel. Das ist eine Sensation, denn wie ich schon gesagt habe, es war wirklich eine lange, lange Zeit, in der Paris Saint-Germain immer wieder aufs Neue den Titel geholt hat. Das kann man so ungefähr damit vergleichen, als würde Dortmund jetzt wieder die Bundesliga gewinnen und Bayern nicht mehr den Titel holen. Ja, Lille gewann am Sonntagabend bei SCO Angers 2:1 und beendete die Saison damit ein Punkt vor PSG. Die Tore für die Meisterschaft von Trainer Christophe Galtier zum 24. Saisonsieg erzielte Jonathan David in der 10. Minute nach einem perfekten Pass und des früheren Bayern-Profis Renato Sanchez sowie Burak Yilmaz per Foul-Elfmeter. So nutzte den Parisern auch das 2:0 bei Stade Brest im Schlussspurt nichts mehr durch ein Eigentor von Roman Favre und Weltmeister Kylian Mbappé. Vor der Pause schoss Brasilien-Superstar Neymar einen Foul-Elfmeter neben das Tor in der 19. Minute. Und ja, PSG hat in den vergangenen 8 Spielzeiten seit 2012-13 7-mal den Titel geholt, einmal unterbrochen durch AS Monaco 2016-17. Für Lille ist es der erste Meistertitel seit 2011. Trainer Niko Kovac und Nationalmannschaftsrückkehrer Kevin Volland landeten mit AS Monaco nach einer starken Saison als Dritter in der Qualifikation für die Königsklasse. Dafür reichte den Monegassen ein 0:0 bei RC Lens. Und in der Europa League spielen in der kommenden Saison Lyon und Marseille auf Platz 4 und 5. Und ja, also das ist wirklich eine sehr, sehr heftige News. Schreibt mal eure Meinung dazu doch mal gerne in die Kommentare. Was denkt ihr darüber, dass Neymar und PSG sowie Kylian Mbappé diesmal nicht Meister geworden sind? Ja, finde ich einfach sehr, sehr krass. Ansonsten lasst gerne ein Like und ein Abo da für die Berichterstattung. Ich bin raus. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns bei der nächsten Verlängerung.